Also, Gloria. Wir gehen aus von den drei Klötzchen, Rot, Gelb und Grün. Rot ist die Gloria von heute, die eben dieses Phänomen hat. Wenn sie bei der Mutter ist, dann bleibt ihr das Essen im Hals stecken. Das ist möglicherweise ein altes Trauma, was da getriggert wird. Und das können wir versuchen herauszufinden. Grün ist diese vitale, lebendige, kindliche Gloria, die ihre Wünsche, Bedürfnisse, auch ihre Wut gerne äußern möchte, die aber auch geschützt werden möchte. Gelb, das ist die Gloria, die weiß, sie hat ihren Wert und ihre Würde in sich selber, einfach weil sie Gloria ist. Und die kann auch in Anwesenheit von der Mama schlucken, die hat damit gar kein Problem. Aber offenbar ist die Verbindung zwischen Rot und Gelb beeinträchtigt durch ein blockierendes Element. Und dafür nehmen wir einen roten Würfel, den legst du zwischen Rot und Gelb. Und dann schauen wir, wo die kleine Vitale steht, ob die bei dir steht oder ob die auch ein bisschen weiter weg. Die kleine Vitale, die habe ich schon mal einmal wahrgenommen, als meine Schwester Kontakt zu meiner Mutter hatte. Da hat sie sich total versteckt, die ist gar nicht da. Okay, gut. Dann legt mein Finger auf das rote Klötzchen von Gloria. Und wie fühlt sich das in dieser Konstellation an? Einsam. Ja. Und da gab es irgendetwas, was hier so abgespeichert ist, irgendeine belastende Erfahrung deiner Kindheit, die so abgespeichert wurde, dass eben dieses Programm da daraus entstand. Und das kannst du selber nicht kontrollieren, das ist dir unbewusst. Und durch die Klötzchenmethode wird dir das jetzt sichtbar. Und wenn du siehst, dass das heute für dich gar nicht mehr stimmt, dann könntest du dieses Programm verändern und hast du einen Impuls, an diese Aufstellung etwas zu verändern. Ja, das Ja. rausschmeißen und das reinholen. Genau. Jetzt ist es so, kannst du die Klötzchen so stellen, dass ich auch den roten Würfel noch sehe. Ja. Das heißt, du musst die anderen ein bisschen mehr nach links, von dir aus gesehen nach links. Du hast doch schon gleich eine Grenze gelegt. Und ich sehe aber den Würfel sehe ich noch nicht. Den Würfel siehst du so. Und warum liegt die kleine vitale Gloria? Ach, die hast du das Gefühl, die ist gar nicht ganz da. Okay, gut. Dann leg jetzt meinen Finger auf den roten Würfel, achte mal auf dein Körpergefühl, auf dein Gefühl. Dann versuche herauszufinden, was für ein Ereignis war das, was zu diesem Programm geführt hat. Was blockiert dich da heute? Ich kann dir dazu erzählen, das Thema Essen war ein zentrales Thema Ah ja. mit meiner Mutter. Erzähl mal, was war da? Ich hatte ja das Asthma und dadurch, also das ist jetzt meine Sicht, sie hat vielleicht eine andere, war ich oft einfach so erschöpft, dass ich nicht essen konnte. Und dann durch den Hustenreiz, also das war eine Sache. Und die andere war, Essen war also für mich was ganz Schreckliches. Die Warum? meinten, weil ich nicht essen konnte und weil sie immer sagte, iss. Wenn ich das Wort iss höre, dann das ist schon. Das Na? reicht schon. Und dann war es halt so, dann saß ich halt vor meinem Teller, manchmal abends beim Abendbrot war es oft so, dann haben meine Geschwister, wir haben dann zu viert im Kinderzimmer gesessen. Bin ich schon. Wie alt warst du da? Das ist Kindergartenzeit, Schulzeit. Bis acht, mit 8 war ich bin auch regelmäßig im Krankenhaus gewesen, weil ich mich dann so übergeben musste, dass ich gar nichts bei mir behalten Also konnte. das war das Trauma, das war jetzt nicht ein einzelnes Trauma, es war ein Zustand, ein traumatischer Zustand mit deiner Mutter. Zwischen dem 4. bis 8. Lebensjahr können wir ungefähr sagen. Und diese traumatischen Erfahrungen von damals, die sind offenbar die Ursache für dieses aktuelle Problem. Und jetzt kannst du mal, dieses Trauma hat was zu tun mit deiner Mutter. Jetzt darfst du für die Mutter ein blaues Plätzchen aufstellen. Stellst du mal neben den roten Würfel. Ich kann ja nicht sehen, du musst schon schauen, dass ich das sehen kann. Ja. Und hat jetzt die Mutter hat möglicherweise selber auch ein Trauma. Weißt du was von Mutters Trauma? Dass sie ein Trauma hat, denke ich,
Weißt du irgendwas? Ich weiß nichts Konkretes, weil sie eher ihre Kindheit immer ein bisschen verherrlicht. Ah ja, gut. Dann war es meistens. War mit 5 Jahren, glaube ich, im Krankenhaus, weil sie Rheuma hatte. Und das muss wohl ein Trauma gewesen sein. Das weiß ich. Also Das war. war sie auch in dem gleichen Alter, in dem du diese Symptome hattest, weil sie als Kind schon im Krankenhaus hatte Rheuma. Das ist ein schweres Trauma, dann bekommt sie auch einen blauen Würfel an die Seite. Und dann nimmst du mal die Grenze weg. Und dann legst du meinen Finger auf die rote Gloria von heute. Wie fühlt sich das an, wenn jetzt in deinem Raum dieses Trauma, dieses Esstrauma, könnte man mal sagen, ist aber nicht nur das, sondern auch deine Mutter und deren Kindheitstrauma. Wie fühlt sich das an für dich? Wie geht's dir da? Bin total angespannt. Ja. Also das war die Realität deiner Kindheit, was anderes hast du gar nicht erlebt. Und in dieser Realität konntest du ein gesundes Selbstwertgefühl gar nicht entwickeln. Immerhin hast du überlebt und das ist eine kreative und intelligente Leistung. Aber um zu überleben, hast du möglicherweise dich verbogen. Und das können wir nochmal anschauen, die Art und Weise, wie du da überlebt hast. Nimm dann das grüne Klötzchen, die vitale. Die legst du, die lag ja schon, leg die mal vor den roten Würfel. Und der packst du jetzt den roten Würfel drauf und noch Mamas Trauma. Und schau mal, ob dir das vertraut ist. Guck genügt, wenn du es anschaust. Also diese Themen, deine eigenen traumatischen Erfahrungen damals und Mamas Trauma, die drücken deine Vitalität herunter. Die belasten dich. Es kann sogar sein, dass du selber dazu neigst, deine Vitalität zu unterdrücken und zu verleugnen, entweder um dich zu schützen vor dieser Mutter oder um die belastete Mutter zu schonen, nicht zu überfordern. Das nennen wir eine Tendenz der Selbstverleugnung. Das kennst du von dir. Ja. Das ist ja auch jetzt wieder mit den Behörden aufgetreten, dass du dann dazu neigst, dich selber so klein zu machen. Und jetzt stellen wir die rote Gloria oben auf den blauen Würfel drauf. Und schauen wir, ob du auch das kennst, diese Kombination. Ja, dann fühle ich mich für alles verantwortlich. Da fühlst du dich für alles verantwortlich, hast eine Tendenz zur Kontrolle. Ist natürlich eine absolute Überforderung, aber da kannst du, hast du vielleicht das Gefühl, dadurch, dass du deine eigene Vitalität unterdrückst, bist du wertvoll für andere. Das gibt dir so das Gefühl, wertvoll zu sein. Aber es ist mehr eine Illusion, wertvoll zu sein. Und du kannst ja auch diese Selbstüberforderung, diese Ziele gar nicht erreichen. Und dann ist es ein Grund, dass du dich selber wieder schuldig fühlst und als Versager fühlst und selber abwertest. Das kennst du alles. So. Das ist anscheinend diese Überlebensstrategie von damals. Die wird in deinem Unbewussten gespeichert und du konntest es bisher gar nicht so erkennen, auch nicht verändern. Jetzt, wenn du das so erkennst, könntest du heute dieses Programm löschen. Was hältst du davon? Ja. Dann kannst du erstmal die Gloria von heute oben aus dieser schwindelnden Höhe herunterholen auf den Boden und neben ihr wahrer Selbst stellen. Gleichzeitig stellst du diese beiden Elemente ein bisschen auf Abstand zu dem damaligen Traumageschehen. Ja, genau. Und dann brauchen wir jetzt ein Ersatzsymbol für dieses magisch-grandiose Überleben selbst, ein schlankes, hohes, rotes Klötzchen, so ein überhohes, schlankes, rotes Klötzchen. Hast du das? Moment, es hat dieselbe Form wie deins. Wie dein, ist es rund oder eckig? Es ist flach. Flach. Ah ja, gut, dann ist es gut. Dann ist es gut. Es ist anders als dein Ja, der ist Gloria. quadratisch. Genau. Das kann ich jetzt sehen. Gut. Also das ist jetzt das magisch-grandiose Überlebens-Selbst, wie wir das nennen. Das Symbol, das steht jetzt da oben.
Es liegt aber immer noch die vitale kindliche Gloria unten platt unter diesem Thema, unter deinem eigenen traumatischen Erfahrungen mit dem Essen und dann noch Mutters Trauma. Und wenn du jetzt siehst, dass diese Elemente von damals ja heute gar nicht mehr relevant sind, dann könntest du doch die kleine vitale Gloria davon befreien, indem du für dieses Aspekt der Selbstverleugnung ein anderes Symbol nimmst, einen grünen Würfel. Den legst du neben, genau, den legst du daneben, dann darfst du vorsichtig die beiden Würfel und diesen magisch-grandiose verlagern auf diesen grünen Würfel. Und jetzt leg mal einen Finger auf die grüne, vitale Gloria, die da immer noch liegt. Spür dir eine Erleichterung, wenn du selber diese Themen jetzt ihr von den Schultern nimmst. Wie geht's der grünen, vitalen Gloria? Ich glaube, die ist sehr traurig, sehr niedergedrückt immer noch. Okay. Also die ist vielleicht noch verwirrt. Die liegt ja jetzt schon, wie viele Jahre liegt die schon da unter dem Trauma und diesen ganzen Elementen? 40 bald, Jahre. Wie? Bald 59. Bald 59. Also mehr als ein halbes Jahrhundert und dann konntest du sie doch einfach mal aufklären. Könntest du der kleinen vitalen Gloria sagen, das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange vorbei. Das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange vorbei. Wir beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du warst überhaupt nicht zuständig. Du warst überhaupt nicht zuständig. Du bist auch ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Du gehörst ins Hier und Jetzt. Du gehörst ins Hier und Jetzt. Ich brauche dich heute für mein Leben. Brauche dich heute für mein Leben. Wie geht es dir der kleinen, vitalen Gloria, wenn sie das von dir hört? Die ist schwer zu erreichen. Die ist schwer zu erreichen. Also das haben wir ganz häufig, dass die irgendwie noch feststeckt in einer alten Traumazone. Aber du kannst ja mal fragen, ob es okay ist, wenn Rot und Gelb sie da abholen aus der Traumazone. Ja, das ist... Wäre das okay für Sie? Also Sie war ja damals ganz alleine, keiner war für Sie da und heute könnte doch Rot oder Gelb kommen und Sie holen aus der Traumazone. Die beiden Plötzchen gehen hin, nehmen sie zwischen sich und holen sie dann auf Abstand zu diesem Trauma von damals. Ganz nach links, genau. Und das, was du jetzt rechts vor dir hast, das nennen wir das Traumakonglomerat. Anscheinend hast du bisher mehr dich danach orientiert als nach deinem eigenen Wesen, nach deinem eigenen wahren Selbst. Und dieses Programm, das ist halt immer mit Stress verbunden, mit Leid, mit diesen ganzen Problemen, die du kennst. Und das konntest du jetzt erstmal vorläufig aus dem Sichtfeld entfernen, indem du es einfach nach hinten schiebst und eine Sichtblende davor machst. Und jetzt können die drei Figuren sich erstmal ein bisschen bewegen. Rot, Gelb und Grün. Jetzt legt man Finger auf das Rote, Klötzchen auf die Gloria von heute. Wie geht es der Gloria von heute, wenn diese Elemente gar nicht mehr in deinem Raum sind, die A, mit deinem Wesen nicht vereinbar sind, B, gar nicht in die Gegenwart gehören? Wie geht es der Gloria von heute? Und du wirkst irgendwie ganz traurig. Ja. Also es ist so, es kann sein, dass du dich so identifiziert hast mit diesem Programm, diesem damaligen Überlebensprogramm, dass du jetzt erstmal ganz ratlos bist, als würde dir jetzt etwas Wichtiges genommen. Als würde dir jetzt deine Landkarte genommen, deine Orientierung. Dann fühlst du dich ganz hilflos und ohnmächtig. Kann das sein? Ja. Ja. Und dann könntest du doch mal deinen Verstand einschalten. Also dieses Programm, das kennst du ja, das war ja, damit konntest du schlecht und recht dein Leben bewältigen, aber eben eigentlich mehr schlecht als recht. Und du bist ja auch, hast ja diesen Termin gemacht, weil du gerne da ein besseres Programm finden möchtest für dich, mit dem es dir besser geht. Und damit du dieses bessere Programm entwickeln kannst, musst du dich erstmal
von diesem alten Programm lösen. Und dazwischen gibt es eine Phase der Unsicherheit, der Desorientierung. Das ist unvermeidbar. Und bist du bereit, dich darauf einzulassen, oder sollen wir jetzt die Aufstellung abbrechen? Meinst du die Frage wirklich so? Ja, natürlich. Also wenn du dich von diesem alten Programm nicht lösen möchtest, dann müssen wir uns doch gar nicht die Mühe machen, jetzt weiterzuarbeiten. Dann bleibst du bei deinem alten Programm. Schlecht und recht hast du bisher dein Leben bewältigt. Das geht auch weiter so. Also warum den ganzen Aufwand? Schade um die Zeit. Ich will das. Du willst das? Gut. Dann kannst du mal einen Blick werfen auf dein wahres Selbst. Das ist dieses gelbe Klötzchen. Das ist die Gloria, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat. Und es kann sein, dass in dieser Familie diese Gloria gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Und meistens passt man sich an die Sichtweise dieser Familie. Jetzt kannst du symbolisch mal die Brille dieser Familie ablegen. Und schaust mal mit deinen eigenen Augen auf dein wahres Selbst. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Nein, gibt es nicht. Das ist dein wahres Selbst, und ich könnte stellvertretend für dein wahres Selbst zu dir sagen, hallo, ich bin dein wahres Selbst. Da gab es damals diese Erfahrung mit deiner Mutter, es gab Muttersprobleme. Das alles ist vorbei, hat mit dir heute eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Kommt das an bei dir, wenn du das hörst? Kannst du es nochmal sagen? Plötzlich ein bisschen auf die Seite, das steht ja zwischen dir und deinem wahren Selbst. Also dein wahrer Selbst, das ist ja die Gloria, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, unabhängig von Leistung, unabhängig von davon, was die anderen denken. Das ist eigentlich, gehört zu deiner Grundausstattung dazu. Wir alle sind ja Kinder dieser Erde. Die Erde hat uns das Leben gegeben, die Erde trägt uns bedingungslos. Die Eltern sind ja eigentlich nur Instrumente der Erde. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir Teil dieser Erde sind, dann gibt uns das eine Würde und einen Wert. Und das ist unverlierbar und unzerstörbar. Und das ist dein eigener Wesenskern, dein wahres Selbst. Und in deiner Familie wurde das wahrscheinlich gar nicht so gewertschätzt und gewürdigt. Und jetzt kannst du mal symbolisch die Brille, die Sichtweise dieser Familie ablegen. Und dann schaust du nochmal auf dein wahres Selbst. Gibt es an dieser Gloria, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, gibt es an der was auszusetzen? Nee, die sieht nur sehr einsam aus. Die ist sehr einsam. Ja, weil du mit ihr bisher nicht verbunden warst. Ich denke, du bist einsam. Die braucht dich gar nicht, die ist einfach da. Unverlierbar, unzerstörbar, aber du warst mit ihr noch nicht verbunden und deswegen warst du bisher einsam. Also, und wenn es an dir nichts auszusetzen gibt, dann könnte dein wahres, hörst du mal zu, was dein wahres Selbst hier sagen könnte. Hallo, Britta, ich bin dein wahres Selbst. Da gab es deine traumatischen Erfahrungen mit deiner Mutter. Es gab Mutters eigene Traumata. Das alles ist vorbei. Mit dir hatte heute hat das gar nichts mehr zu tun. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Wie kommt es an bei dir, wenn du das hörst? Ja. Es ist ja ein unerwartetes, freundliches Angebot. So könnte man das bezeichnen, ja? Und das könntest du mal überlegen, was hat dich vielleicht bisher daran gehindert, mit diesem wahren Selbst, was ja anscheinend zu dir gehört, mit dem bisher verbunden zu sein, und möglicherweise warst du noch so beschäftigt mit deinem Trauma und mit Mutters Trauma, dass du da gar nicht so dein wahres Selbst wahrnehmen konntest. Ist das nachvollziehbar für dich? Ja. Wenn es für dich stimmig ist, könntest du zu deinem wahren Selbst sagen, anscheinend war ich unbewusst noch so verhaftet mit meinem Problem, mit Mamas Problem, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. Anscheinend war ich unbewusst so noch beschäftigt mit meinen Problemen und denen meiner Mutter, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nichts verdient. Wie geht's dir, wenn du das zu deinem wahren Selbst sagst? Ja, es hat nichts mit ihr zu tun oder mit ihm, oder? Ja, genau.
Und jetzt kommt ja noch dazu, dass wir gesehen haben, dass du eine Tendenz hast, deine eigene Vitalität, dein eigenes Selbst zu verleugnen, klein zu machen, um dich zu schützen oder um andere zu schonen. Auch das könntest du deinem Selbst sagen. Anscheinend habe ich selber die Tendenz, dich zu verleugnen, um mich zu schützen oder um andere zu schonen. Anscheinend habe ich selber die Tendenz, dich zu verleugnen, um mich zu schützen oder um dich zu schützen und andere zu schonen. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Auch das hast du nicht verdient. Auch das hast du nicht verdient. Wie geht es dir, wenn du das zu deinem wahren Selbst sagst? Ja. Das stimmt, und also, dass ich eben gesagt habe, um mich zu schützen, da denke ich jetzt auch, das habe ich nicht verdient. Also nicht nur das Selbst hat es nicht verdient, ich auch nicht. Genau. Dein Selbst bist ja eigentlich du. Das ist ja Eben. dein Wesenskern. Jetzt könnte man ja Sorge haben, dass das wahre Selbst dir böse ist, weil du es verleugnet und unterdrückt hast. Vielleicht kennst du es, dass du dir selber böse bist, dass du selber dir Vorwürfe machst. Das mache ich nicht so oft, nicht mehr. Okay. Du kannst mal einen Finger legen auf dein wahres Selbst, ob dein wahres Selbst dir böse ist, dass du es verleugnest und versteckt hast. Nein. Ja, und das ist die Regel, das ist erstaunlich, das wahre Selbst ist überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Gloria, dann bei diesem wahren Selbst. Und bedingungslose Liebe heißt, dass diese Liebe gratis ist, du musst dafür nichts leisten, musst noch nicht einmal brav oder gehorsam. Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass es so etwas gibt für Gloria? Ja, das kann ich. Ja. Und das könntest du auch gleich spüren. Die einzige Voraussetzung ist, dass du symbolisch nochmal die Achtung ausdrückst für dein wahres Selbst, indem das rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Und du stellst dir vor, dass du dich innerlich drei Atemzüge lang verneigst vor deinem wahren Selbst. Spür mal in dich hinein. Wie fühlt sich das an, wenn du dich innerlich verneigst vor deinem eigenen wahren Selbst? Fühlt sich an wie ein Stück angekommen. Ja. Und statt wie bisher mit deinem Trauma, mit Mamas Trauma dich zu identifizieren, könntest du doch zur Abwechslung einmal Probe verschmelzen mit der Gloria, die du eigentlich bist. Nimm mal Rot und Gelb zusammen, leg mal einen Finger quer drüber und spür mal nach, wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die so lange Zeit getrennt waren. Spür mal so in dich hinein, ob du in dir eine Veränderung bemerkst. Was nimmst du da wahr? Sag es, wie es ist. Wenn du nichts spürst, dann spürst du nichts und dann müssen wir weiterschauen. Ich fühle keine große Veränderung. Ja. Dann kann es sein, dass es noch ein weiteres blockierendes Element gibt. Dann nehmen wir mal einen gelben Würfel. Ich meine einen gelben Würfel zwischen Rot und Gelb. Und dann schau mal, ob du das kennst, dass da zwischen dir, leg mal den Finger auf das rote Klötzchen, dass zwischen dir und deinem wahren Selbst, dass da noch etwas ist, was da blockiert. Ist dir das vertraut? Ja. Noch da nehmen wir an, dass es nicht zwingend heute für deine Orientierung wichtig ist, dann könntest du auch das auf die Seite legen. Und dann legst du mal einen Finger auf diesen gelben Würfel und achte mal wieder auf dein Körpergefühl. Auf dein Gefühl, schau mal, ob ein Bild auftaucht, ein Satz auftaucht, eine Situation. Was hindert dich daran, mit deinem wahren Selbst verbunden zu sein? Da kommt als erstes Wut. Gut. Ah. Ja. Und Wut, aha. Und gibt es eine Situation, wo du so wütend warst, wo das hingehören könnte, bei dir oder bei deiner Mutter aus dem System? Gibt es da irgendwo eine Situation, wo diese Wut hingehören könnte?
Ich kann mich an eine große Wut erinnern, als ich mit 5 oder 6 Jahren, ich weiß nicht genau mehr, an den Polypen operiert wurde. Ja. Und das ist so gewesen, dass ich mit meiner Mutter halt vorher schon mal beim HNO-Arzt war und dann eines Tages fuhr ich mit meinem Vater dorthin. Also meine Mutter konnte nicht Auto fahren. Und dann bin ich mit meinem Vater dorthin gefahren. Und dann saß ich im Wartezimmer mit meinem Vater und fand das eigentlich toll, dass er sich mal gekümmert hat. Und dann war es so, dass ich reingerufen wurde. Und alles war anders, weil ich ging alleine rein. Da war eine Schwester in Plastik und ein Arzt in Plastik. Und ich musste mich auf so einen Tisch setzen und wurde angeschnallt. Und ja, dann habe ich die Narkose bekommen. Und als ich da wach geworden bin, habe ich eine Riesenwut gehabt, weil ich habe mich verraten gefühlt. Ja, das ist gut. Aber es kann es sein, dass du, wo gehört denn die Wut hin? Gehört das gegen dein wahres Selbst? Das war gegen die beiden, gegen meine Eltern. Gegen die Eltern. Ja, das gehört ja dann, konntest du hinter die Sichtblende stellen, diese Wut. Ja, die gehört ja nicht hier und heute nicht mehr dahin. Das ist von damals, das war damals dieses Verlassenheitstrauma im Zusammenhang mit der Operation und die Wut, die dadurch entstanden ist. Die kannst du hinter die Sichtblende stellen. Und das hat ja hier und heute gehört es ja nicht dazu. Und jetzt schau mal, wenn du dieses Thema, das haben wir jetzt angesprochen. Wir haben das jetzt sozusagen in die richtige Schublade getan und schau mal, wie das jetzt ist, wenn jetzt Rot und Gelb sich verbinden, ob sich das dann anders anfühlt. Ich glaube, wir können gleich noch einen Würfel nehmen. Ah ja, Noch gut. mehr. Dann holst du mal den nächsten Würfel. Wieder einen gelben. Ja. Das war die vor meiner Einschulung. Da bin ich 6 Wochen zur Kur gebracht worden und auch wieder nicht vorbereitet gewesen. Meine Mutter war, also es war o um Ostern rum, meine Mutter war in den Ferien mit den anderen Kindern zu einer Tante gefahren. Ich war bei meiner Oma, die wohnte aber im Haus. Und dann kam der Tag, an dem ich von meinem Vater zum Zug gebracht wurde. Und als ich kapiert habe, dass ich da jetzt alleine mit dem Zug fahren sollte, habe ich angefangen zu weinen und mein Vater hat mir die Tränen verboten. Und weil ich sehr große Angst vor ihm hatte, habe ich auch nicht geweint. Und dann fuhr ich 6 Wochen zur Kur. Und da habe ich mich wieder verlassen gefühlt. Damit recht. Also es war ein weiteres Verlassenheitstrauma und das ist ganz gesund, dass du da Wut hattest. Aber kannst du sehen, dass das jetzt hier und heute mit deinem wahren Selbst gar nichts zu tun hat? Vielleicht bist du ja dieser wütenden Gloria gegenüber böse. Bist du böse auf die wütende Gloria, weil du denkst, die ist die Ursache dafür, dass die Eltern dich so behandelt haben. Kann das sein? Nein, ich hasse meine Eltern. Ja, das ist ja verständlich. Wenn sie dich da so im Stich lassen und verraten, dann ist es verständlich, dass du sie hasst. Aber kann es sein, dass du dich für diesen Hass schuldig fühlst? Nein. Nicht. Ja, das ist böse. Ich habe meinem Vater auch den Tod beigewünscht und ich habe mich nicht schuldig gefühlt. Ja. Okay, aber kannst du sehen, dass es mit deinem wahren Selbst eigentlich jetzt heute gar nichts zu tun hat? Also dein wahres Selbst hat dich ja nicht im Stich gelassen, sondern dein Vater und deine Mutter. Aber ich fühle mich von dem im Stich gelassen. Ja, das ist eine Verwirrung. Da bist du verwirrt. Jetzt müssen wir deinen Verstand befragen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Was sagt dein Verstand? Ist dein wahres Selbst dafür verantwortlich, dass die Eltern dich verlassen haben? Ich frage mich, wo es war. Ja, Ich habe das nun. immer gesucht. Ah ja. Also. Es gab für mich als Kind, wenn ich im Krankenhaus war, ich hatte immer irgendwie eine Verbindung zu der spirituellen Welt oder wie man es nennt. Ja. Aber das hat mich auch im Stich gelassen. Ah ja, jetzt verstehe ich.
Jetzt ist es so, das müssen wir ein bisschen genauer erklären. Also dieses wahre Selbst ist ja dein Potenzial, aber damals als Kind warst du ja noch schwach, hilflos, ausgeliefert und dein wahres Selbst ist also nicht in der Lage, jetzt wirklich diese Eltern gegenüber den Eltern, die Eltern daran zu hindern, dich so zu behandeln. Das kann dein wahres Selbst nicht. Es kann Nein. nur dir, wenn du damit verbunden bist, kann es dir ein Gefühl geben, dass du wertvoll bist in dir, auch wenn deine Eltern dich so verraten, dass du es nicht verdient hast und dass du gut und wertvoll bist. Das kann dir dann Verbindung mit deinem wahren Selbst geben. Und das ist in gewisser Weise ein Schutz, auch ein Schutz, aber nicht ein realer Schutz, jetzt in dem Sinn, dass dein wahres Selbst deine Eltern irgendwie beseitigt oder die blockiert. Das kann dein wahres Selbst nicht. Das wahre Selbst ist nicht allmächtig. Es gibt dir nur so deinen Wert und deine Würde, sodass du das besser überleben kannst, diese Missachtung und dieses Verlassenwerden. Aber, und das ist ja schon sehr viel. Aber wenn du jetzt dein wahres Selbst deswegen ablehnst, weil du denkst, das hätte dich damals davor beschützen müssen, dann bist du auch heute noch blockiert und bist nicht mehr verbunden mit deinem wahren Selbst. Und das könnte die Ursache für deine heutigen Probleme sein. Was sagt denn dein Verstand dazu, wenn ich das so erkläre? Kann dein Verstand es nachvollziehen? Also ich merke gerade, dass diese Wut und diese Enttäuschung einfach so riesengroß sind, dass sie sagen, nein, Ja, ich will das. kannst du sehen, dass das ja heute gar nicht mehr relevant ist. Das ist eine alte Geschichte von damals. Da warst du 5 Jahre, heute bist du, es ist ja ein halbes Jahrhundert her. Es müsste doch heute gar nicht mehr relevant sein für deine Beziehung zu deinem wahren Selbst. Also, Gloria, es ist so, dein Gefühl ist verwirrt durch diese Erfahrung von damals. Und solange du dich nach deinem verwirrten Gefühl orientierst, kommst du aus dieser Verwirrung nicht heraus. Du hast die Chance, aus dieser Verwirrung herauszukommen, wenn du dich heute nach deinem Verstand orientierst. Und das ist ja ein Angebot. Du weißt, du kämpfst schon jahrzehntelang um diese Themen. Und jetzt sage ich dir, du hast heute die Chance, da herauszukommen, wenn du dich nach deinem Verstand orientierst. Und was würde dein Verstand sagen, diese Erfahrung von damals gehört dir heute noch dazu? Gehört zu dir? Zu deiner Identität? Nein. Dann könntest du doch diesen gelben Würfel ebenfalls hinter den Paravent legen, zu den anderen dazu. Und dann schau mal, wie ist es jetzt, wenn die Gloria von heute sich mit ihrem wahren Selbst, diesem unzerstörbaren, unverlierbaren wahren Selbst verbindet. Schau mal, wie das jetzt ist, wenn beide zusammenkommen. Aber vielleicht ist es da doch nochmal wichtig, dass du dich innerlich verneigst vor diesem wahren Selbst. Du hast es ja abgelehnt, du hast es ja verurteilt, du hast es ja Vorwürfe gemacht. Verneig dich nochmal 3 Atemzüge lang vor deinem wahren Selbst. Und stell dir vor, dass du dich innerlich verneigst vor deinem wahren Selbst. Und spür mal in dich hinein, wie fühlt sich das an, wenn du deinem wahren Selbst die Ehre gibst. Dein gesunder Wesenskern, der verdient, dass er von dir geachtet wird. Bisher hast du mehr dein Trauma von damals geachtet und wertgeschätzt und das ist die Verwirrung. Jetzt darfst du dein wahres Selbst mehr schätzen als das Trauma von damals und dadurch kommt was hinaus. Kannst du das spüren? Ja, ich kann was spüren. Und dann schau mal, wie es jetzt ist, wenn Rot und Gelb eins werden. Die jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert lang getrennt waren, leg mal einen Finger quer drüber, spür mal dich hinein, wie fühlt sich das an? Auf jeden Fall ruhiger. Das passt halt zusammen. Da ist da auch kein Stress mehr. Das andere, wenn du dich damit identifizierst, das ist ja toxisch, macht ja dauernd Stress. Das ist dein Stressprogramm, das kennst du zu Genüge.
Und jedenfalls die Verbindung mit deinem wahren Selbst, da wird es dann entspannter, unaufgeregt, kein Drama mehr. Und das wäre eigentlich dein Potenzial. Und vielleicht gibt es ja, gab es kostbare Augenblicke, wo du das schon erlebt hast, aber das geht immer wieder verloren. Und jetzt, damit die Verbindung jetzt stabil bleibt, müsstest du unterscheiden zwischen dem, was hier und heute zu dir gehört, und dem, was gar nicht mehr, mit deinem Wesen vereinbar ist. Und das betrifft alle Elemente auf der anderen Seite der Sichtblende. Tust du mal die Klötzchen auf der anderen Seite, die Sichtblende tust du mal weg und holst die Klötzchen im Bereich wieder, dass ich sehen kann. Alle Klötzchen, ja. Sehr gut. Und dann löst du da mal den roten Würfel heraus aus diesem Ganzen. Das ist der Kristallisationskern für dieses ganze Konglomerat. Dein eigenes Trauma mit dieser Mutter. Und das nimmst du in die rechte Hand, in die linke Hand nimmst du die Gloria von heute. Dann könntest du symbolisch, das kennst du ja schon. Du denkst, das gehört hier und heute nicht mehr zu deiner Orientierung dazu, dann kannst du das hier jetzt mal stoppen mit einem kraftvollen Stopp. Gut. Das ist die Kraft dazu, das ist das Recht dazu, das ist der gesunde Schutzreflex. Wenn das funktioniert, dann weißt du besser, wer du bist. Wenn du nicht bist, dann wird das Leben einfacher. Das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren. Welches Raubtier fällt dir da ein? Der Tiger. Dann mit einem Tigerschrei. Ah. Ja, gleich nochmal. Ah. Wie geht's dir dabei? Ja, setzt was frei. Ja, also du hast natürlich eine wunderbare Kraft. Und die Hauptaufgabe dieser Kraft ist zu erkennen, was mit deinem Wesen vereinbar ist und was nicht. Und dass du das aus deinem Raum entfernst, was gar nicht vereinbar ist. Wenn jetzt durch dieses Trauma damals Elemente in deinem Raum noch feststecken, die mit deinem Wesen nicht vereinbar sind, dann ist dadurch deine Kraft gelähmt und blockiert. Und dann sucht diese Kraft sich einen anderen Kanal und richtet sich gegen dich, dann bekommst du Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Depressionen, Krankheiten und so weiter. Und sobald du die Kraft aber wieder einsetzt für deine eigenen Interessen, ganz gezielt, dann machst du eine neue Erfahrung. Du bist handlungsfähig. Und das kann Glückshormone auslösen. Schau mal, ob du die Glückshormone spürst, wenn du nochmal entschieden dieses Trauma stoppst. Ja, kannst du die spüren, die Glückshormone? Nee, aber Nee. gut. Gut. Ja, das ist ja auch gut. Also das war ja auch, das wird ja Zeit, dass du dich davon befreist. Jetzt kriegen wir mal die grüne Vitale. Ja, schau mal, wie geht's dir, wenn sie sieht, man kann dieses Trauma stoppen. Bis vorhin hat das sie noch blockiert und gelähmt bis zur Ohnmacht. Und wenn sie jetzt sieht, man kann das stoppen und angeblich gibt es da Glückshormone, wie wäre das für die vitale kleine Gloria? Ja, die kann das auch machen. Ich kann das auch machen. Dann soll sie doch mal schauen, wie es für sie ist, wenn sie das stoppt. Vielleicht kann die sogar besser als die rote. Ja, wie ist das für die kleine Vital? Die muss es noch mal machen. Gerne, ja. Stop. Und mit Löwenschrei. Ja. Ist das für die kleine vitale Gloria? Kann ich nicht sagen. Die will es noch mal machen. Okay. Ja. Ja. Nun hat ja diese kleine vitale Gloria, die hat ja darunter gelitten unter diesem Trauma, ja, dass sie da so verlassen wurde, im Stich gelassen wurde, verraten wurde. Und das war ja, und wenn sie, sie könnte, hat jetzt das Recht und die Möglichkeit, sich für immer davon zu befreien. Sie hat am stärksten gelitten und dann dürfte sie doch den Triumph haben, dass sie es ist, die sich von diesem Trauma befreit. Wie wäre das für die kleine vitale Gloria? Ja. Dann darf sie für immer mit einem ultimativen Löwenschrei das vom Tisch hauen. Wie geht es dir, der kleinen vitalen Gloria? Ja, sie fühlt sich stärker. Ja. Also damals konnte sie halt nicht. Sie war Kind, sie war ausgeliefert diesen Eltern, die sie überhaupt nicht verstanden haben. Jetzt ist sie ja erwachsen. Sie ist ja genauso alt wie du, auch mehr ein halbes Jahrhundert ist es her.
Und sie hat die Kraft natürlich und dann darf sie diese Kraft auch einsetzen und das fühlt sich einfach gut an. Jetzt gab es da noch die zwei anderen gelben Würfel, das waren die traumatischen Erfahrungen mit dem Vater, mit der Mutter. Das eine war die Rachemandel, das andere war diese Kur, zur Kur. Und gehört das heute noch für die, gehört es heute noch zu deiner Orientierung dazu? Nein. Ja. Und wer darf es stoppen, rot, gelb oder grün? Grün. Grün. Die kleine Vitale, die scheint ganz schön Power zu haben, ja? Und dann darf sie, wie? Wut ist eine Kraft. Ja, natürlich. Und die Kraft, die war immer unterdrückt und jetzt kann sie diese Wut konstruktiv einsetzen und das aus ihrem Raum entfernen, was für sie gar nicht mehr relevant ist. Das hast du immer noch bis heute festgehalten und es war toxisch und hat dich vergiftet. Es war wie eine Eiterbeute, die du da in dir hattest und so ein Eiterabszess. Und jetzt kann der ganze Eiter abfließen. Die ganze Wut kann sich jetzt entladen, um das Trauma von damals vom Tisch zu hauen. Schau mal, wie das für sich das anfühlt. Erstmal abgrenzen, ne? Erstmal abgrenzen. Stopp! Ja. Stopp! Der Löwenschrei. Ja. Ja. Wie geht's der kleinen Vital? Die nimmt's gleich mit beiden auf, das ist gut. Ja. Die ist nämlich stärker, als du denkst. Und vielleicht könnte die sogar die Rote mal aufklären, die Gloria von heute kann sie aufklären. Du, wir brauchen das nicht mehr, wir können das gemeinsam stoppen. Das ist für dich auch nicht mehr relevant. Ja? Die Rote, die scheint irgendwie, dass sich da ein bisschen schwer zu tun, sich davon zu trennen. So als wollte sie dann ihre Kraft verlieren, wenn sie diese Wut verliert. Aber diese Kraft kann sie auch anders, ganz anders entwickeln. Ja? Wie wäre es, wenn Rot und Grün das gemeinsam machen? Ja. Können Sie machen. Ja, schau mal, wie das sich anfühlt. Stopp! Ja. Stopp! Wie geht es der Grünen? Also die Rote hat nicht so viel Kraft, das merke ich jetzt auch. Die Grüne ist die. Ja. Aber wenn die Rote sieht, man, das ist möglich, das zu stoppen, dann wird sie vielleicht angesteckt. Ja, vielleicht. Ja. Stopp. Und Grün und Rot könnten ja mal die Plätze tauschen, dass Rot vorne ist und Grün schiebt sie von hinten an. Und schau mal, wie es dann Rot geht, wenn sie an vorderster Front dieses Trauma von damals stoppt. Stopp. Ja. Löwenschrei. Ja. 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 Wie geht's denn der Roten? Fühlt sich so ein bisschen durchsichtig an. Durchsichtig? So luftig, luftig. Ja. Die hat sich vielleicht so klein gemacht, die hat sich vielleicht so totgestellt ihr ganzes Leben lang, dass sie gar nicht mehr weiß, dass sie lebendig ist. Ja. Dann kannst du mal der Roten sagen, also du bist nicht tot, du bist lebendig. Du bist nicht tot, du bist lebendig. Du bist auch nicht durchsichtig. Du bist nicht durchsichtig. Nee, du bist ganz schön stark. Du bist ganz schön stark. Ja, auch wenn die Behörden dich so behandeln, als wärst du gar nicht da, du kannst dich da wehren. Ja, du kannst dich wehren. Ja, wie ist es für die Rote, wenn sie das hört von dir? Ich frage mich gerade, ob das meine Verachtung für die Rote ist. Ach, hast du auch die Rote verachtet? Ja, dass ich die als durchsichtig wahrnehme. Okay. Ja, sowas gibt es ja manchmal, dass du selber die Rote ablehnst und dann nimmst du ihr natürlich die Kraft und kannst du sehen, dass die Rote gar nicht anders konnte und dass sie ihr Bestes getan hat und dass sie es gar nicht verdient hat, dass du sie verachtest. Denn dadurch blockierst du dich ja wieder selber. Das ist ja das, was wir so mit Selbstverleugnung, Selbstverachtung nennen. Dadurch schwächst du dich selber und kein Wunder, dass du dann dich gar nicht so gut vertreten kannst gegenüber Behörden und gegenüber anderen.
Dadurch stellst du dir selber ein Bein. Und schau mal, ob du zu der Roten sagen kannst, wenn ich dich verachtet habe, tut mir das leid. Wenn ich dich verachtet habe, dann tut mir das leid. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Brauche dich heute, um mein Leben zu bewältigen. Ich brauche dich heute, um mein Leben zu bewältigen. Spür mal nach, wie geht es der Roten, wenn du ihr das sagst? Ist, als wenn auf einmal Blut durch sie fließt. Sie ist gar nicht mehr durchsichtig, sondern jetzt fließt Blut und Energie. Und jetzt schau mal, ob sie jetzt auch diese Traumata von damals stoppen kann. Stopp. Ja. Stopp. Wie ist das jetzt für die Rote? Wer ist mehr da? Ja. Und vielleicht möchte sie es auch gerne mal selber probieren, ohne die Grüne. Da fühlt sie sich nicht so gut. Also, dann darf sie maximal mit der Gelben probieren. Der Gelben zusammen. Dem Wahren selbst. Magst du es mal probieren, wie es gemeinsam ist? Sie kann auch sich die Gelbe anschieben, die Gelbe vorlassen, dass sie die Gelbe von hinten anschiebt. Das ist vielleicht leichter für die Rote. Ja. Ja, dann darf sie es mal probieren, ein paar Mal. Stopp. Löwenschrei. Ja. Und wie fühlt sich das an? Ja, die Power ist in der gelben. Oh, ist in der Gelben. Aber die Rote, die fährt jetzt im Windschatten mit und kriegt was ab von der Kraft. Ich mache das mal so lange, bis die Rote denkt, jetzt könnte ich es auch mal probieren. Ja, noch stärker mit noch lauterem Löwenschrei. Noch lauter. Ja. Ja. Wie geht's dir da? Ja, ist gut, mal lauter zu werden. Ja, genau. Damals war das ja nicht möglich, war es ja verboten. Du durftest ja noch nicht mal weinen, durftest du. Und schauen wir, ob die Rote jetzt alleine das auch mal wagt, das zu stoppen oder dass sie vorne steht. Sie fühlt sich zwar nicht so stark, aber sie darf es trotzdem. Ja, darf trotzdem, und es kann ja sein, dass sie wächst. Sie merkt, es geht, dann bekommt sie vielleicht Selbstvertrauen. Ja, sehr gut. Und wenn die Rote denkt, sie braucht diese Traumata von damals nie mehr für ihre Orientierung, kann sie beide vom Tisch hauen. Ja. Und wie geht es jetzt der Roten von heute? Die ist immer noch sehr federleicht. Naja, aber immerhin, sie ist schon durchblutet, sie ist nicht mehr durchsichtig. Also die wächst so langsam ran. Das geht ja nicht auf Knopfdruck, das braucht ja auch seine Zeit, bis es wachsen kann. So, das nächste Element, was wir untersuchen, das ist der grüne Würfel. Diese Tendenz zur Selbstverleugnung, selber sich unsichtbar zu machen, Selbsterniedrigung, wer darf das stoppen, rot, gelb oder grün? Gelb. Okay, dann darf gelb das mal stoppen. Schau mal, wie das sich anfühlt. Stopp. Ja. Stopp. Ja. Wie geht's, wie fühlt sich das an für dich?
Also diese Selbstverleugnung, selbst es hat ja damals mit diesen schwierigen Eltern geholfen, irgendwie einigermaßen zu überleben. Ja? Und das kann man ja auch mal würdigen, dass es damals hilfreich war. Aber du kennst es vielleicht, dass es auch heute noch dein Verhalten bestimmt. Und man kann sich entscheiden, ob du das heute noch brauchst. Nein. Und dann kannst du sagen, damals hast du mir geholfen zu überleben. Damals hast du mir geholfen zu überleben. Das achte ich. Und das achte ich. Aber heute hinderst du mich daran, ich selber zu sein. Heute hinderst du mich daran, ich selbst zu sein. Und dann schauen wir, wie das ist, wenn das jetzt stoppt. Ja. Wie geht's dir dabei? Das ist so ein ganz komisches, ich kann es nicht beschreiben. Das ist so wie so eine Beziehungslosigkeit. Ich brauche das ja auch nicht. Okay, dann nehmen wir die grüne Vitale. Die Lage war dem ja ausgesetzt. Das war ja wie so ein Maulkorb, der da übergestülpt wurde. Sie durfte ja nicht weinen. Es war wie so eine Kette, an die sie gebunden war. Und die Kleine, die hat vielleicht Lust, sich davon zu befreien. Stopp. Damals als Kind konnte sie sich nicht dagegen wehren. Heute können sie sich dagegen wehren. Ja, mit Löwenschrei. Ja. Ja, wie geht's dir der kleinen Vital? Ja, das tut dir gut. Da gehört die Wut hin. Dann können Sie mit einem ultimativen Löwenschrei sich für immer befreien von von dieser Haltung. Wie geht's dir jetzt? Ich kann es noch nicht glauben, aber ich hoffe sehr, dass es Ja, du hast wirklich. es erlebt. Du hast es ja gemacht, du hast es erlebt. Das kann man nicht ungeschehen machen. Das hat seine Wirkung. Dann nehmen wir mal das magisch-grandiose Selbst. Das ist dieses schlaflose Plätzchen. Das ist manchmal so, kennst du das von dir, in der Tendenz, dass du dich gleich zuständig fühlst für die Probleme von anderen und dass du es möglichst perfekt machen möchtest und das kann ja meistens gar nicht funktionieren und dann fühlst du dich noch schlecht, als hättest du da versagt. Kennst du was von dir? Ja, das kenne ich in Bezug auf meine Mutter Ja. von früher, stimmt. Und vielleicht auch in Bezug in andere Beziehungen. Und damals war das vielleicht fürs Überleben wichtig. Es kann auch sein, dass in deiner beruflichen Laufbahn, das wird ja von manchen Menschen ausgenutzt, dass du jemand bist, der sich gleich zuständig fühlt für die Probleme von anderen. Und dann bekommt man vielleicht sogar Anerkennung dafür. Aber du zahlst immer drauf, das kennst du vielleicht von dir. Ja, eher, dass mich, wenn ich für was begeistert bin, also zum Beispiel für Hunde, da habe ich das erlebt, dann habe ich anderen geholfen, mit ihren Hunden klarzukommen Ja. und wurde ausgenutzt. Genau, das ist ja, dass du dich dann zuständig fühlst und dich dafür zur Verfügung stellst. Und das ist dieser Aspekt von diesem magisch-grandiosen. Und das war ja, immerhin hast du dafür wahrscheinlich auch Anerkennung bekommen. Aber du kannst dich entscheiden, ob du das heute noch brauchst. Nein. Also, um das zu testen, kannst du nochmal dich neben dieses magisch-grandiose Selbst stellen. Schau mal, wie fühlt sich das an, wenn du damit verbunden bist. Ich finde das gar nicht magisch grandios mehr. Ja, dann stell dich nochmal neben dein wahres Selbst, neben das gelbe Klötzchen. Schau mal, ob da ein Unterschied ist. Das ist ein Unterschied. Ja, und wie fühlt sich das an? Das hier ist solide und das ist eigentlich aufgeblasen. So ist es. Immerhin steckt da ganz viel Energie drin, da steckt ganz viel Kreativität und Intelligenz drin und das könntest du ja weiter verwenden. Dafür legst du mal das magisch-grandiose Selbst auf den Tisch und dann kann sozusagen die ganze Kreativität und Intelligenz und die kann zu dir zurückfließen und dann sieht man immer mehr, das ist so eine leere Hülle, wie so ein Kokon, aus dem gerade ein Schmetterling geschlüpft ist. Schönes Bild.
Der Schmetterling nimmt diese Intelligenz und diese Kreativität mit und die Hülle bleibt zurück. Die Frage ist, brauchst du noch diese Hülle heute für deine Orientierung? Nein. Und wer darf das stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Grün. Grün. Also für die Kleine ist es ja auch sowieso wie eine Spaßbremse, immer nur Probleme der anderen, immer nur vernünftig sein und dann können sie sich vielleicht von dieser Spaßbremse befreien. Das war mit Stopp. Stopp. Ja, Löwenschrei. Feuer. Ja, wie fühlt sich das an? Ganz gut. Und wenn sie denkt, sie braucht das nie wieder, kann sie es für immer vom Tisch entfernen. Und wie geht's ihr jetzt? Ja, gut, dass es weg ist. Ja. Aber das Bild ist schön. Gell? Der Schmetterling, das ist schön. Ja, genau. Und irgendwann hat er einen Kokon gebraucht, aber jetzt ist es vorbei und jetzt ist er der Schmetterling und der Kokon ist gar nicht mehr wichtig. Jetzt haben wir noch die Mutter und ihr Trauma. Nimmst du mal den blauen Würfel für Mutters Trauma auf deine Handfläche und schau mal, ob du das kennst von dir, dass du dich damit beschäftigt hast, so als wäre das deine Aufgabe, als würdest du da der Mutter etwas Gutes tun. Manche Mütter, die vermitteln einem auch, das hätte was mit Liebe zu tun, dass man sich damit beschäftigt. Kennst du sowas von dir? Ja, das kenne ich. Nun, systemisch gesehen bist du da nicht zuständig. Das heißt, du kannst da sehr viel Energie verlieren. Du kannst nichts bewirken. Das bedeutet, dass du dann dich als unwirksam erlebst und dann verlierst du die Achtung für dich und am Schluss vielleicht auch für die Mutter. Das kennst du wahrscheinlich. Und spätestens dann kannst du erkennen, mit Liebe hatte das noch nie etwas zu tun. Und dann kannst du dich auch fragen, ob du da jemals zuständig warst für die Probleme deiner Mutter. Nee, bin ich nicht. Könntest du mit Respekt diese Probleme der Mutter zurückgeben. Mutter, die Mutter sehe ich nicht, kannst du ein bisschen mehr ins Bild rücken. So. Dann nimmst du mal diesen blauen Würfel nochmal auf die Handfläche und dann gibt es einen klassischen Satz zu deiner Mutter. Mama, du hattest ein schweres Schicksal. Mami, du hattest ein schweres Schicksal. Du hast es auf deine Art und Weise getragen. Du hast es auf deine Art und Weise getragen. Beziehungsweise manchmal auch nicht. Vielleicht manchmal auch nicht. Es war deine Art zu überleben. Es war deine Art zu überleben. Als Tochter steht es mir gar nicht zu, mich da einzumischen. Und als Tochter steht es mir nicht zu, mich da einzumischen. Das achte ich jetzt, indem ich deins ganz bei dir lasse. Und das achte ich jetzt, indem ich deins ganz bei dir lasse. Für immer. Für immer. Dann legst du es einfach mal neben die Mutter. Spür mal in dich hinein, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt Mutters schwere Themen alle bei deiner Mutter lässt? Das fühlt sich gut an. Nun hat auch diese traumatisierte Mutter natürlich einen gesunden Wesenskern. Dafür brauchen wir jetzt ein schlankes gelbes Klötzchen, das stellst du hinter deiner Mutter. Genau. Und das wäre eine gesunde Mutter, die sich natürlich freut über so eine wunderbare Tochter Gloria und die dieser wunderbaren Tochter Gloria auch gerne ihre bedingungslose Liebe schenkt, einfach weil sie da ist. Ohne Erwartungen, ohne Einschränkungen. Aber es kann sein, dass die Mutter selten oder nie mit diesem wahren Selbst verbunden war, sodass du auch nur selten oder nie diese wahre Liebe einer gesunden Mutter spüren konntest. Wie ging es dir damit? Gab es so Augenblicke, wo du das gespürt hast? Jetzt heute, da kann ich davon was wahrnehmen, aber als Kind nicht. Ja. Und das, was du als Kind immer wieder erlebt hast, das waren diese Verletzungen durch die Mutter. Und kannst du jetzt sehen, dass diese Verletzungen gar nicht von dem gesunden Wesenskern der Mutter kamen, sondern von deren Überlebensselbst, von deren falschen Selbst, wie wir das nennen. Ja. Und das blaue Klötzchen, was du ursprünglich aufgestellt hast für deine Mutter, das ist jetzt Repräsentant für dieses falsche Selbst der Mutter. Und der gesunde Wesenskern der Mutter, mit dem sie halt selten verbunden war, das ist ihr dieses gelbe Klötzchen. Die nächste Frage ist jetzt, wen hast du damals abgelehnt wegen dieser Verletzung, die Mutter oder dich selbst? Mich. Ja.
Jetzt haben wir gesehen, dass du dich selber abgewertet hast, sogar beschuldigt hast. Und an sich wäre es gesund, dass man die Ursache dieser Verletzung ablehnt, nämlich das falsche Selbst der Mutter. Aber für ein Kind ist es schwierig. Erstens mal kann es nicht unterscheiden zwischen wahren und falschen Selbst der Mutter. Zweitens mal, wenn es der Mutter sagen würde, das ist blöd, was du da mit mir machst, dann kann es sein, dass die ausrastet oder schwer depressiv wird. Und drittens denkt ein Kind, wenn beide Eltern mich so behandeln, dann ist möglicherweise an mir selber irgendetwas nicht ganz richtig. Das kennst du vielleicht. Und dann entsteht ein ganz tiefes Selbstunwertgefühl. Und das begleitet dich dein ganzes Leben, ist die tiefere Ursache für die meisten deiner Probleme. Und jetzt in dieser Aufstellung konntest du endlich die Ablehnung an die richtige Adresse geben, nämlich gegen dieses falsche Selbst der Mutter. Was hältst du davon? Ja. Dann nimmst du mal dieses blaue Klötzchen vor dich, stell es mal vor dich und dann kannst du diesem blauen, diesem falschen Selbst der Mutter sagen, dein Verhalten damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt. Dein Verhalten damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt. Wenn ich das damals schon gekonnt hätte, hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Wenn ich das damals schon gekonnt hätte, hätte ich nur dich dafür abgelehnt. Und nicht mich selbst. Und nicht mich selber. Und auch nicht das wahre Selbst meiner Mutter. Und auch nicht das wahre Selbst meiner Mutter. Ist das für dich, wenn du das sagst? Ja, das stimmt so. Nun, an diesem falschen Selbst deiner Mutter hast du ja deine eigenen Überlebensstrategien entwickelt, deine Selbstverleugnung, dieses magisch-grandiose, das hast du alles schon entfernt. Die Frage ist, brauchst du dieses falsche Selbst deiner Mutter heute noch für deine Orientierung? Nein. Dann könntest du das doch auch symbolisch aus deinem Raum entfernen. Wer darf das denn stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Die Grüne. Die Grüne. Na, die hat sich ganz gut entwickelt, die kranke, die vitale Gloria. Dann darf sie es mal stoppen mit einem kräftigen Stopp. Stopp. Ja. Sieh das an. Gut, gut Einmal fühlt klein sich. nochmal. Stopp. Beim Löwenschrei. Ja. Ja. Und wie geht's denn der kleinen vitalen Gloria? Sie atmet auf. Und es kann sein, dass jetzt die Wut nochmal hochkommt, die sie damals immer runterschlucken musste. Und da gehört die Wut hin. Dass die Wut, das merkst du, dass du so eine Wutbombe mit dir rumschleppst, so eine unterdrückte Wut, und da gehört die Wut hin. Und schau mal, ob der vitalen Gloria irgendwelche Schimpfworte oder Schimpfsätze einfallen, die sie jetzt endlich loswerden kann, ohne Schuldgefühle. Was ist jetzt? Was ist jetzt, Gloria? Kommt natürlich auch der alte Schmerz hoch, diese ganzen Demütigungen, diese ganze Ohnmacht, diese Scham. Aber es ist nicht der Schmerz, es ist, sie konnte es ja nicht besser. Nee, jetzt entschuldigst du sie wieder. Nee, 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 nee. Also, ich lege meinen Finger auf das wahre Selbst einer gesunden Mutter. Leg mal den Finger auf die gesunde Mutter. Was würde eine gesunde Mutter sagen, wenn sie sieht, dass ihre fast 60-jährige Tochter heute noch so sich abquält mit diesen Verletzungen von damals? Was würde die zu ihrer Tochter sagen? Soll ich sagen, was sie sagen würde? Die würde sagen, es tut mir leid, was du damals erlebt hast. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Du bist ganz unschuldig. Und wenn du dich heute von dieser Wut befreist, dann tut dir das gut und mich entlastet das auch. Kannst du es nachspüren? Kannst du es nachvollziehen? Da könntest du diese ganze Wut, die du bisher immer gegen dich gerichtet hast, könntest du endlich an die richtige Adresse geben. An das falsche Selbst der Mutter. Was sagt dir dein Verstand dazu? Dass ich verwirrt bin. Ja, dass ihr Gefühl verwirrt ist, das wissen wir ja. Aber dafür hast du ja deinen Verstand. Du musst dich ja nicht nach deinem verwirrten Gefühl orientieren, sondern was sagt dein Verstand sagen?
Vielleicht ist er auch verwirrt. Dann fragt man die nächsthöhere Instanz, das wäre der gesunde Menschenverstand. Was würde der gesunde Menschenverstand da sagen? Ich glaube gerade, ich würde jetzt am liebsten alles in die Tonne hauen. So eine Wut ist da. Und die ist richtig. Und die ist gesund. Und die gehört, die darfst du gegen das falsche Selbst richten. Ja, schau mal, ob dir da irgendwelche Wutausdrücke einfallen. Du dumme Sau. Arschloch. Ja, genau. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Vielleicht hast du dir sogar den Tod gewünscht. Ja, ich wünsche mir manchmal, dass sie tot wäre. Ja, also jedenfalls ist im falschen Selbst. Ich wünsche dir den Tod. Kannst du sagen, ohne Schuldgefühl. Bist du mir lieber. Ja. Und wie geht's dir dabei, wenn du das sagst? Die ist so eine Belastung. Du bist so eine Belastung. Ja, genau. Und die Last will ich nicht mehr. Ja, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr. Verpiss dich. Verpiss dich. Ja. Und es geht gegen das falsche Selbst der Mutter. Ja, schon klar. Die Mutter, die dich damals im Stich gehalten lassen hat, die dich verraten hat, gegen die ist diese Wut ganz berechtigt, ohne Schuldgefühl. Und wenn du denkst, du brauchst dieses falsche Selbst deiner Mutter nie wieder für deine Orientierung, kannst du es für immer vom Tisch hauen. Ja, genau. Und wie fühlt sich das jetzt an? Ich habe Angst, meine Mutter lebt noch und das ist wahrscheinlich einfach verwirrend. Ich kann es nicht. Naja, es ist wichtig, dass du unterscheidest zwischen dem wahren Selbst der Mutter, eine gesunde Mutter, und diesem falschen Selbst deiner Mutter, was durch ihre eigene Traumata so verwirrt ist. Und dieses Trauma deiner Mutter, diesen blauen Würfel, brauchst du den noch für deine Orientierung? Nein. Du kannst ihn gleich hinterher schicken. Und spür mal nach, wie fühlt sich das jetzt an? Unglaublich. Und jetzt steht noch eine gesunde Mutter da, die sich natürlich freut über so eine wunderbare Gloria und der diese bedingungslose Liebe schenken möchte. Jetzt darf man die grüne, vitale Gloria sich ein bisschen annähern an dieses wahre Selbst der Mutter und schauen mal, ob die kleine, vitale Gloria sich vorstellen könnte, dass es von einer gesunden Mutter eine bedingungslose Liebe gibt für Gloria, so wie sie ist. Das ist ja das, was sich jedes Kind wünscht, eine bedingungslose Liebe. Und kannst du dir vorstellen, dass es von einer gesunden Mutter so eine bedingungslose Liebe gibt für Gloria? Aber es gibt diese gesunde Mutter nicht. Ja, du hast sie nicht erlebt. Aber wir wissen ja, du hast ja dein eigenes Selbst auch nicht gekannt vorher, weil du so identifiziert warst mit deinen Traumata und deiner Mutter ging es natürlich genauso, dass die auch ihr eigenes wahres Selbst gar nicht kennt. Aber wir beide wissen ja, dass jeder so seinen gesunden Wesenskern in sich selber hat. Auch wenn er damit nicht verbunden ist. Und das, wenn du dir das vorstellst, kannst du dir vorstellen, dass so eine gesunde Mutter auch eine bedingungslose Liebe hat für Gloria. Ja. Und dann wäre jetzt die Frage, könntest du überhaupt dein Herz öffnen für die bedingungslose Liebe einer gesunden Mutter oder würdest du dein Herz automatisch wieder verschließen?
Könntest es immer testen, ob du dein Herz öffnen könntest für diese bedingungslose Liebe oder ob du es gleich verschließt. Bist du bereit dazu? Ja. Dann nimmst du mal dieses gelbe Klötzchen für Mutters wahres Selbst, nimmst du mal an dein Herz buchstäblich und schau mal, ob du dein Herz öffnen könntest für die bedingungslose Liebe einer gesunden Mutter, die sich einfach freut, so eine wunderbare Tochter Gloria zu haben. Und achte mal darauf, ob dein Herz sich öffnen kann, vorsichtig, oder ob du es automatisch wieder verschließt. Es öffnet sich nicht. Dann versuch es mal mit einem Symbol für einen Filter. Hast du ein Handtuch, ein Schal? Da liegt irgendwas über dem Stuhl, über der Stuhllehne liegt da was. Nee, 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 das ist zu wenig. Nee, 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 da fangen wir gar nicht mehr erst wieder an. Über deinem Stuhl liegt, hängt irgendwas. Was ist Eine das? Decke. Nimmst du mal die Decke. Sehr viel. Ja, das ist ein ganz dicker Filter. Die faltest du noch einmal. Dann nimmst du die mal vor dein Herz. Und da kommt garantiert nur die reine, wahre Liebe einer nicht traumatisierten Mutter durch. Da kannst du jetzt sicher sein. Nimmst du mal das Klötzchen davor und spür jetzt mal nach, wie fühlt sich das an, wenn so die garantierte, reine, wahre Liebe einer Mutter zu dir kommt, ob du dafür dein Herz vorsichtig öffnen könntest. Ich kann es nicht genau sagen. Also die Decke ist gut. Die Decke ist gut. Ja, die Decke ist Also da gut. kommt das ganze Toxische kommt da gar nicht durch, ja. Und dann könnte vielleicht so ganz zart so eine. Du hast es vorhin ja mal gesagt, du könntest dir vorstellen, dass es da so eine bedingungslose Liebe gab von deiner Mutter. Und dann schau mal, ob du die in dein Herz lassen kannst, diese Wärme spüren kannst. Vorstellen, der Imagination dir das vorstellen. Und dann schauen wir mal, gibt es jemanden anderen, für dessen Liebe du dein Herz öffnen kannst? Ja, für meinen Hund. Für deinen Hund. Ja. Dann nimmst du mal ein Klötzchen für deinen Hund. Und das nimmst du mal an dein Herz. Und dann schau mal, ob du dein Herz öffnen kannst für diese bedingungslose Liebe deines Hundes. Ja. Und wichtig ist jetzt für unseren Prozess, der Teil von dir, der diese Liebe spürt, das ist dein eigener gesunder Wesenskern. Das ist dein wahres Selbst. Und wir wissen ja, dass es zu deiner Grundausstattung dazugehört, auch wenn du damit nicht immer verbunden bist. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du eins wirst mit diesem gesunden Wesenskern, dann kannst du vielleicht spüren, dass auch dein Selbstwertgefühl sich ändert. Dann ist gar nicht mehr so wichtig, was du leistest. Es ist auch gar nicht mehr so wichtig, was die anderen von dir denken. Dass dir in dir selber diese Würde, diesen Wert unverlierbar und unzerstörbar. Macht das Leben ein bisschen einfacher. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Und wenn du dieses Selbstwertgefühl hast, dann kannst du auch die Liebe von einem anderen Menschen ganz anders annehmen. Ohne dieses Selbstwertgefühl gibt es oft zu bedenken, bin ich überhaupt wert, geliebt zu werden? Das kennst du vielleicht. Und dann kann das entweder sein, dass du denkst, um diese Liebe zu bekommen, musst du erstmal was leisten. Das kennst du vielleicht. Dann wird es anstrengend und die Liebe, die du dann bekommst, ist ja auch nicht die wahre Liebe, sondern eine erkaufte Liebe. Hat immer so einen schalen Beigeschmack. Und wenn jemand spontan auf dich zukommt, um dir seine Liebe zu zeigen, kann es sein, dass du das gar nicht annehmen kannst, weil du dem nicht traust. Du denkst, der will irgendwas von dir. Kennst du das von dir? Ja.
Und dann kann es sein, dass der Tisch gedeckt wäre für dich und du verhungerst am gedeckten Tisch. Und auch für den anderen wäre es schmerzlich, wenn er sieht, dass seine Liebe zu dir bei dir gar nicht ankommt. Und sobald du jetzt verbunden bist mit deinem wahren Selbst und diesem Selbstwertgefühl, kannst du die Liebe annehmen, bis du ganz satt bist von Liebe. Einfach weil du weißt, ich bin es wert, geliebt zu werden. Kannst du dir was vorstellen? Kannst du diese Liebe, wenn du die so in der Fülle nehmen kannst, kannst du sie auch verschenken. Ohne Bedingungen, ohne Erwartungen. Das verändert dich und deine Beziehung. Und dafür war jetzt dieses Hundchen ganz wichtig, dass du diese Liebe und diesen Wesenskern bei dir entdeckt hast. Hundchen kannst du wieder auf den Tisch stellen. Jetzt gehst du mal mit deinem roten Klötzchen zu deinem wahren Selbst, das gerade so die bedingungslose Liebe von deinem Hund gespürt hat. Und schau mal, und das weiß, dass es jetzt da ist, dass es wert ist, geliebt zu werden. Schau mal, wie es jetzt ist, wenn du eins wirst mit dieser Gloria, die gerade erlebt hat, sie ist es wert, geliebt. Ja, sie wird weicher. Genau. Das bist eigentlich du. Und in dieser Verfassung könntest du mal zu der kleinen vitalen Gloria schauen, die ja in ihrer Kindheit so viel Schmerzliches erlebt hat und nicht so das Gefühl hat, dass sie überhaupt wahrgenommen und gewürdigt wird und okay ist. Auch da darfst du mal die Brille dieser Familie ablegen. Und schaust mal mit deinen eigenen Augen auf diese kleine, unangepasste Gloria von damals. Gibt es an der was auszusetzen? Nein. Dann kannst du dir sagen, du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Du bist goldrichtig, genau so, wie du bist. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Mit dir hat das gar nichts Mit dir hat das gar nichts zu tun. tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Legst du mal einen Finger auf die kleine Gloria? Wie geht's da der kleinen Gloria, wenn sie das hört? Die ist sehr zurückhaltend. Dass die heimlich das immer gewusst hat, dass sie ganz okay ist. Ja, das kann sein. Und dann könnte die heute zu der erwachsenen Gloria sagen: Hallo Alte, schön, dass du es auch endlich merkst. Langsam wird es auch Zeit, gell? Ja. Nun ging es ja schon los, wie du auf die Welt kamst. Da gab es ja zwei verlorene Vierlinge und dann gab es eine Zwillingsschwester und es war für die Eltern wahrscheinlich, konnten die dich Eltern nicht damals begrüßen ohne Wenn und Aber, da gab es da schon Einschränkungen. Wir hatten beide Stress miteinander. Ja, also wir wissen heute, für ein gesundes Selbstwertgefühl ist so eine Begrüßung wichtig. Und wenn die Eltern dir das nicht geben konnten, könntest du das heute nachholen für die kleine Gloria. Was hältst du davon? Ja. Könntest du sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Wie schön, dass du genau so bist, wie du bist. Glanz ist sie so stark und unberechenbar wie eine Löwin. Gleichzeitig so stark und Unberechenbar. unberechenbar wie eine Löwin. So ungezähmt wie eine Löwin. Ja, ungezähmt wie eine Löwin. Und gleichzeitig so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und gleichzeitig so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und schon eine ganz spezielle. Und schon eine ganz spezielle. Wie kommt es an bei der kleinen Gloria, wenn sie das hört? Ja, sie weiß das. Ja, eben, ich sagte es ja schon. Die weiß das. Heimlich weiß sie das. Nun hat die in diesem Leben schon einige Schmerzen und Verwirrungen erlebt, aber erstaunlicherweise hat sie alles überlebt. Das kann man ja auch mal würdigen.
Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du all das überlebt hast. Danke, dass du nicht schon mit den beiden Vierlingen gestorben bist. Danke, dass du nicht schon mit dem Drilling gestorben bist. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du in diesem ganzen Gefühlschaos deinen Verstand nicht ganz verloren hast. Und danke, dass du in diesem ganzen Gefühlschaos deinen Verstand nicht ganz verloren hast. Das war alles andere als selbstverständlich. Das war alles andere als selbstverständlich. Wie geht es denn der kleinen Gloria, wenn sie das hört? Ja, sie sagt, ich bin noch da. Ja, genau. Und da könntest du doch zu der kleinen Gloria sagen, trotz allem Schmerzlichen und Verwirrenden haben wir beide es noch mal ganz gut hinbekommen. Trotz allem Schmerzlichen und Verwirrenden haben wir beide es doch ganz gut hinbekommen. Wir sind weder in der Klapse gelandet noch im Knast. Wir sind weder in der Klapse gelandet noch im Knast. Wir beide sind ein starkes Team. Wir beide sind ein starkes Team. Wie kommt es an bei der kleinen Gloria, wenn sie das hört? Ja, sie sagt, ich denke gerade, ich war ja mal in der Klinik, aber ich bin da wieder raus. Eben. Du bist ja nicht hängen geblieben. Nee. Also haarscharf vorbei sozusagen. Nun, damals konntest du die Kleinen schützen, heute ist es ganz anders. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Dass du ausgenutzt wirst. Dass du ausgenutzt wirst. Dass du durch Schuldgefühle verwirrt wirst. Dass du durch Schuldgefühle verwirrt wirst. Dass du verraten wirst. Und dass du verraten wirst. Das alles ist vorbei. Das alles ist vorbei. Leg mal den Finger auf die vitale kleine Gloria. Wie geht's dir, wenn sie das von dir hört? Ja, die ist skeptisch. Die ist skeptisch? Ja. Skeptisch, das kennt sie ja von dir. Ja. Wir können dir sagen, das ist typisch Gloria. Das ist typisch Gloria. Daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Bei mir darfst du ruhig skeptisch sein. Bei mir darfst du ruhig skeptisch werden. Mit skeptisch kenne ich mich sehr gut aus. Mit skeptisch kenne ich mich sehr gut aus. Da hast du doch direkt Glück, dass du bei mir gelandet bist. Da hast du doch Glück, dass du bei mir gelandet bist. Wie kommt es an bei der kleinen Gloria? Ja, das nimmt sie an. Ja. Nun, kann es sein, dass auch heute die kleine, und an dieser Stelle hat die kleine Gloria aber für dich eine wichtige Botschaft. Sie möchte sagen, ich habe das damals alles überlebt, ich habe keinen bleibenden Schaden davon getroffen. Es ist mir wichtig, dass du das heute weißt. Wie kommt es an bei dir? Ja, das glaube ich. Ja, was ich dir damit sagen möchte, ich brauche jetzt keine Schuldgefühle, die kannst du dir sparen. Ich brauche auch kein Mitleid, das kannst du dir auch sparen. Ich möchte endlich mit dir auf die Löwenparty. Kommt das an bei dir? Ja, das kommt an. Ja. Nun kann es sein, dass die bedürftige Seite von Gloria auch heute zu kurz kommt. Die ist gerade nicht so präsent. Hast du Kind, hast du Partner? Nein. Aber mal gehabt oder so? Ein Partner, aber schon über 20 Jahre. Ja. Also es kann ja sein, dass du denkst, die Kleine hat es damals irgendwie ausgehalten, die muss auch heute irgendwie klarkommen, wie sie sehen, wie sie klarkommt. Ich habe so viele Probleme, um die ich mich kümmern kann, ich kann mich doch nicht auch noch um die kleine Gloria kümmern. Kennst du vielleicht. Selbstverständlich, aber gegenüber der kleinen Gloria ist es natürlich nicht so ganz fair, weil da hat sich ja schon früher keiner richtig zuständig gefühlt für sie. Und wenn wie du einen Partner hattest, kann es sein, dass du vielleicht vom Partner erhofft hast, dass der sich um die bedürftige Seite von Gloria kümmert. Das liegt ja auch nahe und ist verständlich, aber das geht meistens schief und ist man enttäuscht vom Partner, macht ihm vielleicht sogar Vorwürfe oder schickt ihn in die Wüste. Das kennst du vielleicht auch von dir. Eigentlich eher weniger. Eher weniger. Aber dass du das erwartet hast, dass der sich um die bedürftige Seite von Gloria kümmert, kennst du sowas von dir? Nee, ich glaube, ich hatte sowieso immer welche, die das meinten, sie zu tun zu müssen. Also ganz im Gegenteil.
Mir war das oft zu viel. Das war dir zu viel, dass die. Dass sich kümmern. Ah ja, du hast sie nicht getraut. Also eigentlich hättest du es sie nicht gewünscht, aber du hast sie nicht getraut, weil du denkst, es ist nicht echt. Ja, oder es passt nicht. Ja. Also jedenfalls, der kleinen Gloria gegenüber ist es ja dreifach unfair. Jetzt hatte die erstmal diese Eltern, die sie gar nicht richtig wahrnehmen konnten. Du selber kannst sie auch nicht richtig wahrnehmen. Und dann kann es sein, dass du sie noch einem Partner mehr oder weniger ausgeliefert hast, der selber traumatisiert ist und der für sie überhaupt nicht zuständig ist. Und geht's noch? Was hast du da der kleinen Gloria die ganzen Jahrzehnte lang zugehört? Wen bräuchte die kleine vitale Gloria ganz dringend? Die beiden. Ja. Wenn du jetzt so mit deinem wahren Selbst neu verbunden bist, dann könntest du doch mit einer ganz anderen Überzeugung zu der kleinen Gloria sagen, für dich bin nur noch ich zuständig. Für dich bin nur noch ich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und nur du bist die, für mich die absolute Nummer eins. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Noch vor meinem Hund. Noch vor meinem Hund. Wie kommt es an bei der kleinen Gloria? Ja, das glaubt sie. Und ich überlasse dich auch nie wieder einem Herrn an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie wieder einem Herrn an meiner Seite. Und wie ich die kleine Gloria einschätze, möchte ich die endlich mal gerne was anstellen, irgendwas Verrücktes. Geht das überhaupt bei dir oder geht es bei dir eher so kontrolliert und leistungsbezogen? Ich kann mir ja schon denken, was du sagst. Also, ich mache hier gerne ein konkretes Angebot. Genau. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Und ich stehe gerne Schmiere für dich. Und ich stehe gerne Schmiere für dich. Möchte endlich mal richtig Spaß haben mit dir. Ich möchte endlich mal richtig Spaß haben mit dir. Wie wäre das für die kleine Gloria? Gut. Und damit sie das glaubt, nimmst du sie mal an dein Herz und schau mal, wie geht's jetzt der kleinen Gloria, wenn sie merkt, bei dir hat sie einen guten Platz. Da wird sie erstmal wahrgenommen, wie sie ist. Sie wird wertgeschätzt, wie sie ist. Sie wird beschützt. Und sie darf sogar ihren Spaß. Sie hat endlich ein Zuhause. Da wird sie wahrgenommen. Da wird sie wertgeschätzt. Wie wäre das für die kleine Gloria? Das wäre gut. Und wie ging es denn dir, wenn es der kleinen Gloria bei dir gut geht? Mir geht es dann auch besser. So ist es. Also es zeigt sich immer wieder, alle Probleme lösen sich, sobald es der kleinen Gloria gut geht bei dir. Warum ist es so? Wir haben gesehen, dass alle Probleme entstehen dadurch, dass du die kleine Gloria aus den Augen verlierst. Du engagierst dich dafür andere, verlierst deine Energie, hast nicht diesen Erfolg, den Erfolg, die Wirkung, die du dir wünschst, bist erschöpft, verwirrt und am Schluss hast du keine Energie mehr für dich selbst. Und damit ist jetzt Schluss. Nimm mal die drei Klötzchen an dein Herz. Schau mal, wie fühlt sich das an, wenn diese drei Elemente eins werden, die so lange Zeit getrennt haben. Es wird ruhig. Ja. Und in dieser Verfassung könntest du mal einen Blick werfen auf deine gesunde Mutter. Das gelbe Klötzchen. Wie geht's dir jetzt mit dem wahren Selbst deiner Mutter? Das Erste, was mir kommt, das wahre Selbst meiner Mutter, steht für sich selbst. Genau. Das steht für sich selbst. Und da gibt es so eine gesunde Distanz dazu. Mehr Achtung für dich, aber auch mehr Achtung für die Mutter. Dann könntest du, um das abzuschließen, gibt es noch so ein paar starke Sätze. Du könntest sagen, Mutti, mein Leben kommt durch dich.
Mami, mein Leben kommt durch dich. Ich achte es als ein großes Geschenk. Ich achte es als ein großes Geschenk. Ich sehe, dass es dich einiges gekostet hat, mir das Leben zu geben. Ich sehe, dass es dich einiges gekostet hat, mir das Leben zu geben. Das achte ich. Das achte ich. Aber diese Rechnung muss ich nicht bezahlen. Aber diese Rechnung muss ich nicht bezahlen. Ist das? Ja. Und ich sehe, dass es auch mich einen Preis gekostet hat. Und ich sehe, dass es auch mich einen Preis gekostet hat. Aber das ist es mir wert. Und das ist es mir wert. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Wie geht's dir dabei? Fällt mir ein bisschen schwer, zu sagen, das ist mir wert. Ja, ja. Und legt mein Finger auf die Mutter. Wie würde es einer gesunden Mutter gehen, wenn eine Tochter so bei sich selber ankommt? Sie freut sich. Es gibt eine ganz tückische Dynamik. Es kann sein, dass du soll ich das mal sagen, dass es auch ein Stück deine Waffe ist gegen deine Mutter, dass es dir schlecht geht. Oh. Dann wäre es das magische Selbstfall. Ich sage ihr eigentlich nicht. Ich sage ihr immer, mir geht's gut. Ich möchte gar nicht, dass sie das weiß. Also nach dem Motto, es geschieht meiner Mutter schon recht, dass ich mir die Finger erfriere, warum hat sie mir keine Handschuhe gekauft? Kannst du es nachvollziehen? Ja, das kann ich nachvollziehen, aber das glaube ich nicht. Okay. Nicht mehr. Früher vielleicht schon, aber heute nicht mehr. Weil das würde dich dann fixieren auf dieses Schlechtgehen, auf dein altes Trauma. Und dann wird es ja wie eine Waffe, die du verwendest gegen deine Mutter, um deine Mutter zu treffen. Aber wenn du jetzt deine gesunde Wut äußern konntest gegenüber dem Vater selbst, dann ist es da meistens so eine Entlastung und dann braucht man diese Waffe, braucht man da gar nicht. Und leg mal einen Finger auf das wahre Selbst deine Mutter, wenn das wahre Selbst deine Mutter sieht, dass der Gloria jetzt gut geht. Könntest du dir vorstellen, dass es von dem wahren Selbst deiner Mutter auch einen Segen gibt für die Gloria? Ja. Und wäre es okay, wenn ich das stellvertretend sagen würde? Ja. Könnte das wahre Selbst der Mutter sagen, Gloria, ich gebe dir gerne mein Segen. Liebe dein eigenes Leben. Liebe deine Würde und deine Kraft. Liebe deine Liebe und deine Lebendigkeit. Du bist frei. Und das könntest du annehmen, indem die drei Klötzchen sich leicht verneigen vor dem wahren Selbst der Mutter. Dann drehen sie sich um. Das schmerzliche und verwirrende Vergangenheit lassen sie hinter sich, gehen ins die andere Richtung, nochmal über eine Grenze, da war dieses Lineal. Jetzt hier und jetzt. Dann schauen wir nach, wie fühlt sich das an. Wenn du so im Hier und Jetzt ankommst, das schmerzliche Verwirrende ist vorbei. Ich hoffe, ich bin jetzt frei. Ganz ist neu. Es ist ungewohnt, du kennst es noch nicht. Und es ist auch so, du kannst es nicht kontrollieren, du kannst es nicht berechnen. Wenn du sehr starke Kontrolltendenzen hast, dann gibt dir das so die Illusion, du könntest alles im Griff haben. Und das Leben ist unberechenbar. Die totale Berechenbarkeit gibt es erst auf dem Friedhof.
Solange du im Leben bist, ist es unberechenbar. Und du müsstest dich dem anvertrauen, dieser Unberechenbarkeit des Lebens. Das ist vielleicht neu für dich, aber das ist, du hast die Chance dazu. So, lass uns das mal stehen.